Willkommen zurück. Willkommen zurück hier bei Spyro. Weiter geht's. Aua. Naja. Wir machen jetzt das Level hier hinten. Hier haben wir ja bezahlt, damit er die Brücke runterlässt. Schattige Oase. Na, gucken wir mal. Schauen wir mal, was uns dort so erwartet. Wir kommen gleich zu dir. Hi. Spyro, wie gut, dass du da bist. Ich wollte eine Beere aus diesem magischen Beerenstrauch holen, aber ich bin zu schwach. Wenn du in den Strauch stürmst oder ihn entflammst, fällt eine leckere Beere raus. Ja, wenn wir treffen würden. Das geht dann wahrscheinlich erst später. Mal wieder. Du musst wohl zu diesem Bärenstrauch gleiten. Ja, später. Und da hinten kommen wir, glaube ich, eh noch nicht weiter. Na gut, dann... Oh, den gucken wir natürlich... Ja, jetzt mal holen wir... Wenn ich da runter gehe, komme ich dann wieder hoch. Ja, dann käme ich da vorne. Okay, das sieht nach einer... Da müssen wir eh da hinten noch hin. Ich glaube, das da unten hole ich mir mal, bevor ich das hinterher vergesse. Ah, hier komme ich also auch so wieder hoch. Bevor ich das hin... Und da stand auch noch was, habe ich gerade da oben gesehen. Okay. Hi. Beide? Ja, wunderbar. So. Ach ne, das war nur das Nilpferd. Die kleine Hippo. Ah, da steht. Die habe ich eine übersehen. Wow. Kommen wir später noch hin? Ach, jetzt hier ist auch einer. Hi. Bevor er uns hier umrennt. Boom. Ah ja. Treffer. Okay. Ich glaube, wir gehen erst oben lang. Wo? Das hat nicht funktioniert. So.
Ja, zum Schild. Na sowas. Hatte der andere das gerade auch? Ja, habe ich das. Habe ich das bei dem über gar nicht wirklich gesehen. Brauchst das gar nicht ankommen. Wo steht denn da rum? Ach so. Ich bin nicht nah genug an ihm vorbeigelaufen. Na klar, ich bin einfach drüber. Nichts. Nichts drin. Ich habe nur Gefühl, dass wir gleich einmal im Kreis gelaufen sind. Ui. Bumm. Oha. Hm. Okay. Na. Nicht getroffen. Ist jetzt wieder da? Da. Hat die Frage, wo. Ah, die brauche ich für den Baum. Ja. Die brauche ich für den Baum. Ich habe schon verstanden. Sagst du was dazu? Triff den Strauch mit einem Lavastein. Jo. Ja, okay. Natürlich. Dafür. Ja. War ja auch dann irgendwie. Ja, dann machen wir die Tür auf. Danke, dass du mir hilfst. Jetzt können wir immer Beeren essen. Hier, ein Geschenk von uns plus Pferden. Eine Wunderlampe. Okay. Unsere magischen Messinglampen gestohlen. Bitte hol die Füße. Lampen zurück, bevor sie sie von der schattigen Oase wegschaffen. Wir haben die Errungenschaft trockene Füße. Wahrscheinlich, ja, wir sind nirgendwo reingefallen. Oha. Ja, war eine Rakete. Und ich ahne, wo die hinfliegt. Das holen wir uns dann später. Was dann denn? Hm. Spyro, meine Brüder sind in Stein eingeschlossen. Ich fürchte, du musst eine Art Kopfstoß erlernen, um uns zu helfen. Den haben wir ja noch nicht. Gut, das heißt, hier können wir auch erstmal nicht 100% die Level machen. Schade. Da ist der Dieb. So, komm her. Ach, das ist. Im ersten Teil waren es ja die Eierdiebe.
Oh, ich hasse sowas. What the f... Ja, sicher, du mir auch. Uhuhu. Na also, hab ihn. So. Das sind wir trotzdem vorsichtshalber nochmal mit. Ja, da können wir euch helfen, tut mir leid. Weil ich da hoch will. Na. Okay. Gerade ein bisschen abkürzen. Ganz geil. Ja. Da komme ich doch nicht hoch. Der muss andersrum laufen. Voilà. Da kommen wir so nicht hoch. So. Das war Nummer 2. Wir müssen mal gucken, wo der dritte sich versteckt hatte. Joppa, ich glaube, der war hier hinten irgendwo, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Ja. Auf jeden Fall haben wir da erstmal die Edelsteine, die nehmen wir erstmal mit. Wo war denn der jetzt? Sehe ich den? Okay, ich habe da immer noch was vergessen. Ah, herrje. Sorry. Warm an. Ja, okay. Das war nur ein V. Autsch. Da ist er. Wow, rennt er direkt auf uns zu. Das waren alle drei. Perfekt. Danke, dass du die magischen Lampen zurückgebracht hast. Hier, eine Kugel. Die habe ich von einer Fee. Aber sie leuchtet nicht so. Dann müssen wir noch die Flasche machen. Die da. Damit 43 haben wir schon. Die wird uns jetzt eh wieder zum Anfang führen. Okay, erstmal da unten. Da ist sie. Da oben. Ja. Wartet mal. Da hinten ist sie da. Ja, dir kann ich noch nicht helfen. Tut mir leid. Ah. Das heißt, wenn wir Kopfstoß erlernt haben, haben wir wieder Level, die wir dann vervollständigen können. Wo ist denn das jetzt? Ah, da hinten stehe ich. Das heißt... Und das... Ich habe mich doch gerade gesehen. Ah, da oben. Wollte gerade sagen, ich habe doch gerade in der Kameraansicht haben wir doch Spyro stehen sehen, also. Das ist da unten. Da müssten wir jetzt theoretisch müssen wir von hier hinkommen. Jawohl. War das wenigstens alle Edelsteine? Ne. Autsch. Aber hier werde ich dann wahrscheinlich einen Kopfstoß machen müssen. Ah ne, hier stand jetzt eine Ding drauf.
Wo willst du hin? Da hoch, gut. Also nochmal. Ne, warte mal, da war hier nicht irgendwo. Ne, ich dachte gerade, ich hätte hier irgendwo so einen blauen Strudel gesehen, der uns nach oben bringt, aber scheinbar habe ich mich da vertan. Okay. Na gut, das dauert jetzt auch nicht so lange. Ja. Klingt fast wie eine Katze, oder? Ja, wo willst du denn jetzt hin? Da, okay. Dann gucken wir mal. Aber jetzt eh. Warte mal hier. Wo willst du. Ah, hier ist so einer. Geh hier nach unten. Wahrscheinlich da drin, ne? Meinst du das hier? Ja. Gut, das können wir aber noch nicht machen. Da brauchen wir dann einen Kopfstoß. Ich glaube, dann sind wir hier fertig. Dem können wir nicht helfen. Dem können wir nicht helfen, weil wir halt den Kopfstoß. Ja, dann sind wir erstmal hier fertig. Boah, wie viel gibt's hier? Ja, das wäre die zweite. Ich schätze. Ja gut. Dann sind wir erstmal hier fertig. Sagt er noch was? Hast du eine Aufgabe? Dann sprich mit Bruno da drüben. Ja, haben wir doch schon, oder? Nochmal danke, dass du die drei magischen Lampen gebracht hast. Aber sonst habe ich nichts für dich. Okay, alles gut. Gehen wir nach Hause. Weg hier. Ein bisschen Zeit haben wir jetzt noch. Oh. Gut gemacht, Spyro. Nun, da du alle 14 Talismane besitzt, kann dein Handbuch das Schloss öffnen und du kannst gegen Galb kämpfen. Bereit? Nein. Noch nicht. Okay, komm wieder, wenn du bereit bist. Noch nicht. Gut gemacht, Spyro. Huch, das wollte ich nicht. Später. Okay, komm wieder, wenn du. Ich wollte gerade sagen, da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben. Können wir ja mal gucken, ob wir die letzte Kugel finden. Ja, also, die Kugel. Eine fehlt ja noch, oder? Ja, hier, eine fehlt noch. Eieiei. Und zwei Level, die wir noch nicht 100% haben, weil uns bei beiden der Kopfstoß fehlt. Ja, aber hier war. Ich gehe nochmal oben aufs Dach, von dort aus hat man ja eigentlich einen ziemlich guten Ausblick. Überblick. Na, ist eigentlich dasselbe. Egal. So. Ui. Okay. Da hinten war ja die erste. Ich vermute ja immer noch. Wow. Dass ich daneben gehe. Ich wollte eigentlich auf die Mauer. Weil ich glaube immer noch, dass. Dort? Ich werde auf der Mauer. Na, toll, jetzt bin ich hier. Gut gemacht, Spyro. Nun, da du. Okay, komm wieder. Gut, das war jetzt einfach. Ich will nur noch die Kugel haben. Dann können wir ins nächste Level, weil ich habe mal geguckt. Da war. Ja, doch, ich habe durch Zufall. Wir haben hier klettern gelernt und den Kopfstoß, den kriegen wir hier nicht. Den gibt es in der nächsten Welt. Das habe ich schon mal nachgeschaut, damit ich jetzt nicht. Außerdem ist. Es bleibt ja auch sonst nicht mehr viel übrig, ne? Oh. Ich dachte, ich könnte. Ich hatte gedacht, ich könnte auf dem Dach stehen. Das war wohl nichts. 18 nehmen. Konnte ich automatisch wieder. Gut gemacht, Spyro. Okay, komm wieder, wenn du. Ja, ich komme auch wieder. Aber ich will die letzte Kugel noch finden. Das kann doch nicht so schwer sein. Das passe ich einfach ein bisschen auf. Bam. Irgendwo auf der Mauer. Die ist bestimmt irgendwo bei der Mauer. Da muss ich doch was übersehen haben.
Mit Sicherheit habe ich da was übersehen. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, da. Ich probiere es jetzt nochmal hier. Dann ja auch stückweise runter. So. Da schon mal nichts. Hier ist auch nichts. Mauer. Ist hier irgendwo was drin? Ne, oben auch nicht. Ist doch. Oh. Ist das sah die Wand anders aus? Gut, dass ich gerade im Spurt war. So, das war's. Jetzt können wir. Yay. Dann können wir jetzt. Ach, das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann gehen wir beim nächsten Mal in die nächste Heimatwelt. Also gehe ich mal raus. Weil wir sind hier fertig. Sommer haben wir, Herbst haben wir. Kommt als nächstes Winter und dann Frühling oder wie? Naja, wie dem auch sei. Ja, das können wir noch nicht. Alles, was uns jetzt noch fehlt, können wir ja noch nicht machen. Okay. Mal gucken, wie viel dieser Geldsack dafür haben will. So. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Beim nächsten Mal geht's dann also hier weiter. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Also erstmal bis dahin und ciao.